Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück. Ja, heute haben wir wieder richtig viel Glück. Direkt wieder zugeschlagen hier unser Streaming-Problem. Dieses Mal habe ich nur gleich abgespeichert. Ja, ein bisschen seltsam, aber irgendwie so ganz haben wir noch nicht raus, woran das liegt oder wie wir das vermeiden können. Aber gut, wir sind im Endeffekt, was ihr gesehen habt, wir waren ja hier oben, haben diese Rolle bekommen und haben noch kurz darüber gesprochen, was machen wir jetzt? Versuchen wir hier diesen äußerst spannenden, das äußerst spannende Rätsel zu lösen? Ich denke, du hast deine Frage selbst beantwortet. Das sollte ich untersuchen. Lumos. Ich glaube, hier unten brauchen wir wieder ein bisschen Licht. Revelio. Sind die Dinger jetzt einfach nur ganz klein hier? Nur so Mini-Höhlen? Sieht so aus, ne? Ja, finde ich echt ganz okay, muss ich sagen. Also besser ist, dass das jetzt nochmal so ein 10-Minuten-Ding wird oder so. Ja, ich meine, ich mag auch gerne große Höhlen, aber ja, du hast recht, so ein kleines Mini-Teil hier hat auf jeden Fall was. Kann man auf jeden Fall hier den Zauber wieder wechseln, weil dann treffen wir jetzt mal den kleinen Hauself oder den Elf oder was auch immer. Okay, ist hier wieder ein Merlin-Rätsel in der Nähe? Ja, würde ich sagen. Sieht so aus. Aber gucken wir mal jetzt hier. Revelio. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Ich untergrabe gerne Autoritäten, wenn es mir nützt, oder? Gerade die von dem Schulleiter. Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ganz Ohr. Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben. Scrope will ihn vielmehr überraschen. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Tja. Wie hat er eigentlich die Info, dass wir dieses Buch und das haben, ne? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Ausgezeichnet. Gibt's noch ein paar Infos zu dem Ring? Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt. Ja, okay. Du siehst nicht so ganz gesund aus. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Klingt nach einer soliden Art.
Warte. Die ist schon seit... Die war vor 50 Jahren, war die Schülerin. Die ist aber auch schon ein Weilchen tot, oder? Warum trägt er immer noch die Bandage? Sollte es nicht verheilt sein mittlerweile? Und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück. Naja, es nässt immer wieder ein bisschen, weißt du? Ja, ist irgendwas faul an der Geschichte. Und dem Ring. Das nässt noch ein bisschen. Revelio. Ja, da oben könnten wir jetzt die Merlin-Aufgabe machen. Tun wir jetzt nicht. Was ist das? Sneaky oder was? Das ist ein Gegner. Kann auch Sneaky. Jo, okay, kann nicht Sneaky. Ja, hat super funktioniert, war richtig gut. Der Finish. Protego. Wo ging denn der Stein hin? Ich bin mal. Jo. Incendio. Levioso. Accio. Okay. Das war eher schlecht als recht, aber... Er ist weg. Ich stehe noch. Rebellion. So, dann... Natürlich gibt es nichts hinter dem Wasserfall. Alter. Also ja, die Wasserdynamik ist hier schon ein bisschen... Schade, das hätte man anders machen können. Okay. Ich finde es halt schon krass. Wir sind jetzt nicht wirklich unterlevelt eigentlich, aber... Okay, ich glaube, das macht hier gerade noch keinen Sinn. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Kampf wirklich gewinnen kann. Gegen ihn. Okay. Oder vielleicht auch doch. Ja, das ist vielleicht langweilig so zu kämpfen, aber hey, solange es funktioniert. Gut, verstanden. Die große Schwachstelle ist die Zunge. So, gut, verstanden. Wenn man einmal ein bisschen raus hat, wie dann das geht. Ich weiß, das war jetzt langweilig von außen zuzusehen. Aber das ist ganz gut, wenn man dann mal verstanden hat, wie das Ganze hier läuft. Ist auch ganz nice, dass dann so die Gegner eigene kleine Hitboxen haben, die dann wieder Vor- oder Nachteile bringen. Die Dinger halt
etwas aus. Levioso! Protego! Ins Helm! Levioso! Okay. Hallo, mein Freund. Du bist irgendwo da unten. Das Item geht verloren, aber die XP hole ich mir. Okay, was gibt es da drüben? Wahrscheinlich müssen wir jetzt gar nicht hierher, oder wie? Ach nein, doch, da ist der Eingang. Doch, das passt sogar gut. Dann schauen wir mal, was dieser wunderbare Tunnel uns bringt. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Der Kragen. Ja, so schnell ist ein Loch in der Wand. So, dann schauen wir doch noch mal ganz kurz, was für andere Zauber wir haben. Das macht wahrscheinlich... Ja, wenn wir hier in eine dunkle Höhle reingehen, Lumos. Da ist wahrscheinlich Licht am besten. Revelio. Das gute Tagebuch. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken, aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Darf ich die Dinger haben? Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt, zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Ja, jetzt erklär mir erstmal. Alles gut. Was habe ich verpasst? Hat der Hauself da uns in eine Falle gelockt? Nein, nein, es waren ein paar Gegner da, die ich bekämpfen musste. Die waren alle diese Reptilienviecher, 4 oder 5 Stück. Oh, okay. Habe ich rausgefunden, oder ich habe jetzt rausgefunden, wie man denen wirklich Schaden macht. Man muss die Zunge in die Luft heben, das ist dann der Hitpoint für Crits. Mhm. Dann sind wir hier rein, haben das Stück Toast in Anführungszeichen auf ein Podest gelegt und dann hat so ein Kragenbild sich den Toast schnabuliert. Und jetzt haben wir diesen wunderbaren Geist gefunden, der auch an diese Ophelia ein bisschen hingetan hat, an diese Black. Und der hat uns jetzt gerade erzählt, so, ja, also den Ring hat er vertickt und die Karten sind auch nicht hier, aber sie führen zu irgendeiner verzauberten Höhle, wo er gewesen ist, und ja, da hat er mehr oder weniger ist er geköpft worden. Ich kann mir denken, wie du gestorben bist, aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen.
Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Ja, genau, das ist wichtig. Absolut. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Ja, ich frag mich, ob da halt immer noch die Weste überhaupt aktiv ist, ne? Wo war noch gleich der Treffpunkt? Beim verbotenen Wald. Du findest ihn ganz leicht vom Schloss aus. Suche nach einem unheimlichen schwarzen Baumdickicht. Okay. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt... Wenn dir der... Man kann das auch abkürzen, ausgezeichnet. Ja. Okay. Nochmal ein Rätsel, ne? Brücke. Hier, Katzen, Licht. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Ich glaube auch, dass ich dazu sogar einen Waypoint habe. Da war, glaube ich, die Brücke mit den Dingen. Ich bin gerade erstaunt, welchen Auftrag haben wir denn gerade aktiv hier? Ja, gute Frage. Der blöde Wald. Das ist ein Hauch von Liebe? Das müsste das, glaube ich, sein. Das sehen wir nicht. Hauch von Liebe kam gerade eben von da. Nee, Hauch von Liebe ist die Schatzkarte, die wir haben. Ja, genau. Genau. Und der andere Auftrag ist Scopes letzte Hoffnung. Genau. Okay, offensichtlich müssen wir jetzt erstmal zurück zu Scope, so wie es aussieht. Jo, ganz toll. Also hier hatten wir diesen Toast hingelegt und dann ist hier dieses Loch entstanden. Oder das müsste dann quasi einfach direkt wieder hier raus sein aus der Höhle, oder? Ja, kleines Stück, aber hält sich in Grenzen die Entfernung. Grundsätzlich wäre da schon mal die Frage, ob es in diesem Spiel auch einen Respawn gibt. Das Wasser ist schon ein bisschen nervig. Das ist aber in den meisten Spielen eigentlich so. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Wie wär's mit dem Ohr? Scope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Und er ist weg. Ah, die XP sind schon gut, ja. Gut, ist auch Main Story, also. Wie kommen wir jetzt weiter? Also, ist jetzt Main Story, ja, such mal hier ein Ding, was nicht angezeichnet ist, im dunklen Wald. Nee, ich glaube, er hat uns ja gesagt, dass wir in den dunklen Wald müssen für die Story.
Also wir müssen jetzt in den dunklen Wald, um weiterzukommen. Wahrscheinlich ist die Main Story noch nicht aktiviert worden. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh, jetzt hat. Genau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier das Ding sein könnte von der Map, weißt du? Ja, dann mach die doch nochmal auf. Noch ein bisschen Kräuter hier. Ah, das müsste die Schatzkarte sein. Über die Brücke. Über die Brücke, fliehende Kerzen und dann so ein kaputter Bogen. Ein kaputter Bogen ist links. Genau, und da ist auch hier das... Lumos. Das sind keine fliegende Kerzen, aber das sieht doch hier sehr stark nach dem aus, oder? Und dann dunkler Wald, oder? Das ist nur die Frage, welche Reihenfolge gibt. Dunkler Wald, Bogen, Brücke. Dann müssten wir quasi jetzt noch einmal über die Brücke drüber. Und da müssten dann fliegende Kerzen sein. Lass nochmal schauen, ja. Das ist ja die Schatzkarte, die... Diese Steinbrücke mit Lumos, irgendwas Licht hier. Hier ist der Portpunkt. Aber es ist ja quasi dann auf der rechten, also wenn wir über die Brücke drüber gehen, auf der rechten Seite, oder? Genau, so hätte ich es gerade eben auch verstanden. Heißt, entweder über müssen wir jetzt Brücke, nach links oder wir müssen also über die Brücke. Hier und dann rechts. Das ist ein Liebesbrief. Das war es jetzt aber nicht, oder? Kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Dann gehen wir über die Brücke rüber und gehen wir dann nach rechts. Also hier wird nichts mehr sein. Aber das jetzt hier anzuzeichnen und dann einfach nochmal... Ja, aber dann musst du doch 300 Meter gehen, das ist halt Quatsch. Dann könnten wir nochmal tauchen, wenn wir was wollen. Ja, aber das kann ich mir jetzt hier... Ja, aber das ist die falsche Brücke. Du musst über die Steinbrücke. Ja, ja, aber von da sind wir ja gekommen. Das wäre jetzt die andere Richtung. Also... Naja, ist die Reihenfolge nicht dunkler Wald, dann der Bogen und dann hier lang? Nee, hätte ich jetzt anders gesehen. Tja, da gibt es einen Liebesbrief. Naja, also das war es auf jeden Fall noch nicht, weil du siehst ja hier. Ja, also wenn es halt oben anfängt, dann kommen wir halt aus dem Wald, gehen dann durch den... Ja, Eigentlich wobei, nicht, wir sehen es halt quasi von vorne, diesen kaputten Bogen. Und dann, danach kommt dann die... Oder müssen wir es von unten nach oben herlesen, dann müssten wir in den Wald. Aber da sehen wir es halt nicht. Also ich meine, das ist ja schon die Brücke, also das ist ja hier schon der Point. Ja. Also aus meiner Sicht, das ist ja auf jeden Fall hier... Diese Brücke und direkt danach sagt er ja eigentlich auch schon, dass das hier sein sollte. Lumos. Er sagt ja mit Licht hier rüber oder irgendwo hier Licht aktiv. Das könnte auch die Lampe hier oben noch sein. Incendio. Ja, aber es ist ja schon eindeutig Lumos, oder? Ja, also er sagt auf jeden Fall Lumos. Aber ich verstehe dann irgendwie noch nicht, warum wir quasi das kaputte Tor von vorne aus sehen. Wenn du das mal anschaust, wir sehen es ja genau so aus der Richtung. Und das würde ja eher heißen, dass wir da jetzt so durch müssen, oder? Weil sonst würden wir es aus der falschen Richtung sehen. Im Endeffekt ist es ist ein bisschen wie hier. Aber hier ist nirgendwo was, gell? Das da hinten wird wahrscheinlich das kaputte Haus sein. Da ist der Wald. Und wir können auch zu dieser Brücke gehen, aber ich habe es halt auch noch nicht so ganz verstanden, was uns die Karte sagen möchte. Ganz vorstellen kann ich es mir nicht, dass das Teil jetzt hier irgendwo... So irgendwie hier hinkommen sollten. Die sahen auch schon mal besser aus.
Gut, wir wissen jetzt natürlich auch nicht, ob es Quests oder so Schatzkarten gibt, die man zum Beispiel nur nachts machen kann. Ja, das ist die Frage. Das könnte es natürlich auch sein, dass es im Endeffekt heißt, du kannst das nur nachts machen. Und sieht man von hier aus irgendwie einen Wald oder so? Nee, aber ja, da drüben ist der Wald, das ist auch ganz klar angeschrieben. Also steht ganz klar ja auch als, als Black Forest. Forbidden Forest, Entschuldigung. Dies ist nicht der Schwarzwald. Das triggert mich jetzt, ich muss da tauchen. No. Super geiler legendärer Hut, mit dem wir nichts anfangen können, weil er Crap ist. Legendärer Crap. Ja, wir wollen uns jetzt nicht mit Spinnen anlegen, Mach mal Lumos an. Lumos. Das ist hier einfach trotzdem irgendwie was. Also für mich hätte halt Lumos an der Stelle eigentlich bedeutet, da sind vielleicht Kerzen, die man anzünden muss. Nee, also für mich ist das schon sehr offensichtlich, dass du hier mit Lumos durchgehen musst. Sonst hätte man eine andere Animation und eine andere Darstellung gewählt. Ja, aber hier gibt's ja nichts. Also bevor wir jetzt hier noch länger weiter tun, ich würde jetzt mal die Main Story weiter und dann, dass mir nochmal herkommt. Du willst Main Story pushen? Ja, ich wüsste nicht, wie wir es gerade lösen können. Wir können gerne in der Nacht nochmal vorbeikommen. Vielleicht ist es echt so ein Tageszeitding. Sind viele Gefahrenschilder aufgehängt. Ja. Machen wir lieber die Wunderkerze an, dann passiert ja nichts. Lumos! Siehst du? Ich bin gar nicht hier. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ich bin nicht hier. Ihr seht mich nicht. Du bist die Rotschmarsch, und da ist Raidstory Pushen schon wieder vorbei. Glückstreffer! Komm, Springo! Akio! Incendio! Expelliarmus! Reduktion! Yo! Bremse. Reduktion! Incendio! Es hat gesessen, nicht wahr? Don't call me on my nuggets. Was bist du denn für einen? Du bleibst in der Luft, mein Freund. Ah, noch steht. Petrificus Totalus. Was? Okay. Hab ich den finishen können? Ich glaube, das habe ich gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, hat der Zauber auf jeden Fall gesprochen. Revelio. Des Weiteren, so weit sind wir nicht weg von der Main Story. Okay. Entwaffnung 3, was das auch immer bedeuten soll. Naja, 3 wird ja wahrscheinlich so ein Ding für Gegenstände sein. Also, du meinst, dass wir jetzt hier einfach sagen können,
Wenn wir hier sowas haben. Nee. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da halt zu einem bestimmten NPC gehen muss, dass der das mal machen kann, dass man das nicht einfach mal so, dass nicht einfach mal so mit Kleber so ein Ding da dran kleben kann. Ach, einfach mal so einen Stern hinkleben. Ja. So ein Sticker auf deinen Hut kleben. Jetzt bin ich krasser. Wir haben Handschuhe. Nee. Doch. Was? Graues Hochlandgewand, das geiler ist. Irgendwie wird das immer noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Wird ein trauriger Tag, wenn wir die Bane-Maske ablegen müssen. Ich glaube, die bleibt jetzt einfach dran bis zum Schluss. Der Rest wird immer weiter geupdatet. Das hier so, ist das dann so ein Sword Art Online-Ding? Alle Sachen werden immer weiter geupdatet, außer der Band, ja, den Track bis ins Endgame. Wahrscheinlich. Sind hier fliegende Kerzen? Sieht nicht so aus. Mach mal Lumos an. Ach, tu mal mit Lumos. Im Dunkeln ist gut munkeln. Lumos. Nix, die Funzel ist auch jetzt so hell. Ja, aber die Karte sagt an, dass du Lumos nehmen sollst. Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Ich hab dir gesagt, wir treffen uns hier. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie oder impisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Steinbrücke. Ich höre da etwas. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Lumos. Schön, dass wir diesen Portpoint nicht schon hatten, ne? Hm. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Am besten lasse ich dich jetzt allein ins Verderben rennen. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Hm. Ich muss einfach weitermachen. Ja, einfach rennen, ne? Ja. Niemals den vorgefertigten Weg verlassen. Auf jeden Fall den vorgefertigten Weg verlassen. Sonst musst du gegen Gegner kämpfen. Incendio! Oh, welche Überraschung. Man kann Spinnennetze damit wegtun. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jack doch überraschend verlässlich. Blockiert, glaube ich, einfach nur. Die Beleuchtung ist schon ganz nett hier, wenn du den Baum so anschaust, ne? Ja, ich halte es nicht für sehr sicher, hier irgendwie auf Feuer an den Baum anzubringen. Ja, was seid ihr denn für kleine Dinger? Knuffelmuff! Was kann man mit euch machen? Incendio! Accio! Und die Levioso. Levioso! Lass sie fliegen. Selbst in die Mitte. Ja, wahrscheinlich kann ich die einfahren. Ich hab nur noch nicht verstanden, wie. Levioso! Lumos! Incendio! Levioso, Accio und jetzt nehme ich mit. Nee, ich kann nicht mitnehmen. Schade.
Ich kann mir vorstellen, dass wir das einfach nur noch nicht hatten. Ja. Warum gehst du jetzt eigentlich wieder außen rum? Du warst doch quasi schon da. Weil ich diese Reiter da sehen wollte. Diese Zentauren? Ist das der See, wo bei Harry Potter Ding passiert ist? Wo die Dementoren waren? Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Das ist eindeutig eine Anspielung an Harry Potter. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Eine Harry Potter-Anspielung in einem Harry Potter-Game. Ich weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob das. Ja, ist schon sehr abwegig, ja? Ich weiß. Ich bin nicht sehr überzeugt. Weißt du, wenn du einen Luftzug spürst, dann sollst du aufpassen, dass du nicht kopflos handelst. Hier draußen wird euch niemand hören. Hallo, ich bin schon in dem Eingang. Was du zu dem führen würdest, was du versteckst. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jector mich geführt hat. Ich habe sie gerade immerhin auch massakriert, also. Also ich sehe immer noch nicht, warum Avada Kedavra böse sein soll. Also steckt da irgendwie noch mehr dran? So, keine Ahnung, zerstörst du mit die Seele eines Menschen oder? Keine Ahnung, also. Also offensichtlich hast du keine Skrupel, einfach Leute umzubringen. Ja, ich bin Bane, das muss so. Also gestern war es ja noch, ja, so ein Batman-Move, du brichst ihn alle Knochen, ja, okay, die sind schon noch am Leben, sein, ja, okay. Aber, also jetzt desintegrierst du die Leute einfach nur noch. Nein. Also, ihre Angehörigen können nichts mehr begraben, weil nichts da ist. Das ist so nicht korrekt. Ja, doch. Doch. Rebellion. Sind das... da stellt's mir die Nackenhaare hoch. Sind das tote Spinnen? Sind das nicht eher so... Facehugger? Eher Zerg. Diese Türen müssen etwas ich mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Ich wollte gerade mal sagen, schau mal da runter, ob irgendwo was krabbelt. Komisch. Dreimal anklopfen, für einmal aufmachen. Tok, tok, tok. Ach, mit Okulorepaurum wäre das auch gegangen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Dass je länger ein Zauberspruch existiert, er immer länger wird? Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Später ist es dann Oculum Reparum. Ein Oculum Reparum war, glaube ich, wirklich der Reparaturzauber rein nur für die Brille. Aber warum, wenn du einen... Ja, bevor ich dive. ...reparieren Zauber hast, warum willst du einen haben, der nur... ...Brillen repariert? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Und dann ziehst du die auch noch extra her, wenn du sagst, ja, bevor ich dive. Komm mal her, ich war hier in voller Größe. Mir geht's darum, dass ich verbrennen kann, dieses Mistviech. Little fire. Ich kann von Glück reden, dass ich keinen ultimativen Zerstörungszauberspruch habe. Noch nicht. Da, 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 da. Ist das die richtige Richtung? Bin mir unsicher. Also ist das so ein Dungeon? V oder? Drücken. Ja. Also würde ich dir die Richtung anzeigen. Nee. Ja. Also hier geht's auf jeden Fall, hier ist nochmal eine Truhe. Das sieht aber auf jeden Fall irgendwie nach einer Sackgasse aus. So ein Bossraum vielleicht.
Die fasse ich nicht an. Schau mal die Decke. Schau erst mal die Decke. Kein dieser Überraschungsangriff von oben. Okay, oder vielleicht doch. Aber keine riesigen. Jo! Burn it with fire. Haha. Ja, du hast übrigens hier eine Duelllastung am Rand. Entzünde einen Schützen, während er sich auf einen Angriff vorbereitet. Bitte was? Du sollst einen Schützen angreifen, verbrennen, glaube ich, während er sich auf einen Angriff vorbereitet. Habe ich das nicht sogar schon fertig? Darum stand gerade 5 von 5, was? Das andere war das. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Jetzt ist da die Spinne drin. Oh, damit war es nicht zu rechnen. Oh nein, wir werden die Bane-Maske verlieren. Alter. Es wird immer noch schlimmer. Ja, immerhin kannst du aber noch sagen, dass sich keiner mit dich interessiert hat, bis du die Maske angezogen hast. Ja, ob ich die Bane-Maske über die ziehen kann? Immer noch mehr Masken. Du wirst in die Geschichte eingehen als der Maskenmann. Der Mann mit der Maske. Ja, gab da so ein berühmtes Werk. Bisher haben wir aber noch keine Eiserne gefunden. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Kannst du die anzünden und zu den anderen zurückwerfen? Dass die auch werden. Ah, jetzt ist es so. Funny. Noch einen Gegner mit einer Spinnenexplosion. Spinnen explodieren? Das ist mir gerade nicht aufgefallen. Wäre auch ein Rätsel. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Na, Glückwunsch, was für ein großes Rätsel, ey. Wirst du vielleicht noch umdrehen zu diesem großen fliegenden Ding? Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Weiter. Ja, ich glaube, das ist der Punkt, weil er sagt, das nächste Symbol könnte versteckt sein. Hm, okay. Spannend, da hinten. Da kommen wir vielleicht noch hin. Du willst jetzt unbedingt zu diesem riesigen fliegenden Teil hier. Ja. Diese Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Noch richtig viel hier, ne? Eine Truhe, ich bin mir sicher, dass da nichts kommt. Oh nein! Oh, ich glaube, das war eine Spinnenexplosion. Das war krass, was auch immer gerade passiert ist. Etwas hinterlassen hat. War das jetzt, aber den du zurückgeworfen hast? Ja, angezündet und. Also so muss ich jetzt sagen, es ist schon ganz schön, wenn du dir das so anschaust, was hier movement-technisch auch passiert. Also. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur. Natürlich. Das zweite Paar, das verfindest du, Legendary. Ja, natürlich. Und wir können es nicht tragen. Das wäre jetzt auch schade gewesen, wenn die Brille besser gewesen wäre als diese Maske. Nein, wäre es nicht. Ach komm. Sieht doch gut aus. Nein. Ja, ich stimme dir zu, es sieht scheiße aus, aber ey.
Also ich will nichts jinxen, aber wir sind gerade eine Dreiviertelstunde drin. Ah, nichts. Das Problem mit dem Stream-Auftritt. Ja, ich... Nur, dass wir so ein bisschen Auge drauf haben. Ich hoffe mal nicht. Also bisher ging es ja recht gut. So eine Stunde immer. Ja, wir hatten jetzt vorhin gehabt, was ist das erste? Wir hören eine Stunde 5 oder so. Das zweite, glaube ich, jetzt 40 Minuten, oder? Glaube ich. Ja. Also wir sind jetzt schon drüber. Also, wie kann es sein, dass da noch eine Truhe ist? Sehen wir das nur nicht? Gibt es hier noch ein Versteck? Kommen wir da hin? Also offensichtlich hätte ich gesagt, es gibt hier dann wohl nochmal einen Weg, den wir so noch nicht sehen, oder? Aber da ist eine Wand, oder? Eine unsichtbare. Ich meine, was sagt uns dieses Licht? Ist das wirklich nur Licht? Weil das sieht ja fast so aus, als wenn man hier vorbei könnte. Aber es ist wahrscheinlich nur Licht. Mach da vielleicht mal auf, lassen wir dann... sagen. Er ist halt schon cool gemacht, also muss man schon zugestehen, das ist schon ganz nett hier. Okay, dann haben die zwei. Okay, das ist komisch, dass du die nicht triggern kannst. Die sind einfach noch nicht getriggert. Das soll aber einfach ein Jumpscare werden hier. Ach, jetzt kriege ich eine Info über diese Schlacht. Oh, was wird hier passieren? Was wird hier passieren? Egal, weg damit. Widerliche Mistviecher. Dass die anderen auch richtig wütend werden. Weil du die armen kleinen Kinder getötest. Die haben 8 Arme. Die sind nicht so arm. Die sind arm dran. Okay. Oh, genau, und da müsste jetzt der rechte Hand in die Truhe kommen. Und bestimmt noch mal kurz eine kurze Spinnenunterbrechung. Spider-Vation. Ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Okay, kein kopfloses Skelett, aber ich konnte mir in diese Truhe leer räumen. Also ich finde seine Einstellung ist gut, also... Rebellion. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Incendio. Ups. Für diejenigen, die jetzt meinen, der drückt doch einfach nur Tasten. Blind, links, wild. Das ist absolut korrekt. Ihr habt recht. Incendio. Also, wir sehen das alle sehr genau. Also, ich werde euch da nicht widersprechen. Rebellion. Die Frage, ist das hier richtig? Nee, hier ist eine Sache. Eine ungerührte Truhe. Ja, Jackdaw, das sind so... war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. So links und rechts so... Wow. So Schatzbereiche noch. Wie lostest du ihn auch noch? Hm? Oh, eine nicht gelootete Truhe. Jackdaw war scheinbar nicht sehr gründlich bei seiner Suche. Ja. Also er war einfach nicht gut in seinem Job. Vielleicht hat er deswegen auf den Kopf verloren. Ehrlich? Ein Großteil der Leute hier auf der Schule sind nicht gut in dem, was sie tun. Sind wir doch mal ehrlich. Okay. Ja gut, das sind aber alles Schüler. Aber das hier ist ja... Seltsam. Also wir wissen von Jackdaw, ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Oh, welch Zufall. Dieser Eiersack explodiert. Also... Incendio drauf machen. Levioso. Incendio. Nix da! Widerliches Mistding. Wenn wir deinem Gesicht zerfleddern. Ich will doch nicht so ein Facehugger in deinem Gesicht haben.
So. Okay, es wäre viel einfacher gewesen, einfach reinzugehen, alle Trigger zu lassen und einmal ein Schild zu machen und alle platzen dran. Permaschild, ja. Ja, lass die, die tut dir nichts. Der tut dir was. Und sein Kumpel auch. Und seine Familie auch. Die wollen ja alle was tun. Kann ich ihn finishen? Kann ich ihn finishen? Nein, schade. Lumos. Ja, nicht Lumos. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Kann ich hier Reparum machen? Kannst du hier einfach durchquetschen, oder? Reparum. Schade. Ja, wahrscheinlich gibt's hier gar nichts, oder? Okay. Sind wir noch in diesem Seitenarm, oder? Ja, ja, wir sind noch nicht auf den Hauptarm. Ja. Wahrscheinlich ist das der Hauptarm sogar. Ja, muss ja dann. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum man da jetzt irgendwie den Tie-In zum Hauptweg macht. Also, klar, man hat einfach eine Wand hin. Anstatt das irgendwie anzudeuten. Jo, ja, hier geht's eigentlich was weiter. War das denn gerade? Die 60 los, glaube ich. Akio, Incendio, Livioso. Akio, Livioso, Protego, Incendio. Jo! Jo! Okay. Was immer da gerade passiert war. Aber Protego scheint der krasseste Zauber überhaupt zu sein, weil damit kann man alles schützen. Egal wie krass es ist. Sieht fast so aus, ja. Also ein paar Sachen haben wir zum Glück schon mal explodieren lassen, ne? Ja. Ich meine, ich bin momentan nicht gut hier drin. Ich werde, je mehr ich spiele, schon ein bisschen besser von dem Kampfsystem, aber ich finde, das Kämpfen läuft halt schon erstaunlich flüssig ab. Also, bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Gut, ich habe jetzt nie Batman oder sowas gespielt. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute ist. Da hast du was verpasst. Das solltest du mal auch nachholen. Batman ist tatsächlich echt cool. Ja, aber ich denke mir, von der Flüssigkeit her könnte ich mir vorstellen, ist das halt ähnlich. Aber es gibt keine Spur von ihm. Boah, kann ich nicht. Also da ich das jetzt gar nicht, das jetzt auch nicht beurteilen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass quasi ich Hogwarts Legacy nicht angepackt habe und du Batman nicht. Also wir den direkten Vergleich nicht haben. Aber. Also Batman ist schon echt. Mega flüssiges Kampfsystem. Ja gut, hier siehst du ja auch mit den Zaubern, das läuft schon auch sehr flüssig abgefühlt. Okay, das verstehe ich nicht. Ach, weil ich immer noch den... Okay. Das ist natürlich schlecht. Die musst du jetzt wahrscheinlich herziehen. Ja, weil ich das Ding immer noch drauf habe, tut er die Karte hier drauf locken. Und drum habe ich auch das Problem, wenn ich springe hier, dass er mich dann im Endeffekt stunlockt. Also ich kann hier nicht runterspringen, weil er den Pointer auf das macht, wo ich mich gebunden habe. Quasi immer noch an dem... Immer noch an der Plattform gefahren. Genau, deswegen dreht er sich weg. Ich weiß nicht, was es war, aber. Wow. Das war eine unwiederbringliche magische Schrifttafel.
Interessanterweise kann ich es ja immer noch mal anklicken, ne? Repar. Ja, weil es wichtig gewesen wäre. Aber Reparo hilft nicht. Du brauchst Steintafel um Reparo. Levioso. Ach hier. Okay. Da ist Gold. Repar. Kann ich das rausbekommen? Nein. Du bist Magier. Verwandle einmal ein bisschen Blei in Gold. Nein, das sind die anderen. Einfach, ob du keinen Alchemisten-Kurs hast. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo? Bin froh. Hast du nicht noch so Crap-Handschuhe? Ida? Wow. Aber toll, dass wir drüber gesprochen haben. Ach hier. War nirgends ein kopfloses Skelett? Was haben wir hier noch? Ja, 60 kann man zerdeppern. Wir haben halt schon recht viel Gold in der Zwischenzeit gefühlt, gell? Ich weiß nicht, 2000 oder so? Nee, wir sind schon mehr. Wir sind bei 4 oder 5. Echt? Aber und woher? Wir haben vorhin, als wir bei dem... Bei dem letzten Händler waren, hatten wir... 3,6, ja. Was? Haben wir da irgendwann mal Cash aufgehoben aus irgendeiner Kiste oder so? Nee, du kriegst ja 500 für die Spezialkisten. Aber ich glaube, das kam hier eher aus Ding raus jetzt über die Zeit. Also quasi, Kleinvieh macht auch Mist. Genau. Okay, das heißt, den Part haben wir jetzt abgeschlossen. Wir haben leider auch keine Map hier, das ist das Problem. Minimap reicht dir nicht, oder? Ja, keine große Map, dass du siehst, wo du schon warst oder nicht warst. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Okay, so. Akio, Incendio. Jo. Das habe ich noch nicht so ganz raus, wann die Dinger hier kommen. Ich glaube, also Fernkampfangriffe werden dir immer angezeigt mit dem Symbol. Aber bei Nahkampfangriffen. Ah ja, doch, es gibt Drohnen. Bei Nahkampfangriffen bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also es gibt einen Bodeneffekt, aber du siehst ihn nur ganz schwer. Ja, ja. Gut. Yo! Was? Der ist ein Bossgegner. Mach ihm mal einen kleinen Tritt drauf. Ja, schade, ist tot, Mann. Kann man nichts machen. Ja, genau, Reparo auf die Spinne. Schau, du siehst ja ganz kurz den Bodeneffekt. Für mich ist es wahrscheinlich sogar einfacher zu sehen, weil ich mich das darauf konzentrieren kann. Seit Jackdaw hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Okay, das kann natürlich sein, ja, aber für mich ist das alles, ja, du bist halt in Action. Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, das Spiel wäre vom Kampfsystem her auch geiler mit dem Controller. Also Maustastatur finde ich hier vom Kampfsystem her nicht ganz so geil. Ja, du bist ja nicht so ein Controller-Fan, oder? Normalerweise nicht,
Aber vom Kampf her mit der Flüssigkeit wird's. Also zum Beispiel einen Batman hatte ich tatsächlich auch mit Mausentastatur gespielt. Aber da kann ich mir tatsächlich auch einen Controller ganz gut vorstellen. Also immer drei Stück. Ja. Da hat jetzt ein Reparum-Zauber nicht ausgereicht. Nee. Aber ja, ich habe so langsam auch das Gefühl, die alte Magie ist schon deutlich stronker als so die unverzeihlichen Flüche. Rebellion. Aber wahrscheinlich ist halt, weil halt die unverzeihlichen Flüche jeder kann. Ich muss näher an Jektors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Kann theoretisch alte Magie nicht auch jeder? Das ist halt einfach nur halt verloren gegangen. Die Leute wissen halt nicht mehr, wie es geht. Ich glaube, nicht jeder, weil es kann ja nicht jeder sehen. Ja, aber musst du es sehen, dass es. Also, wenn es dir einer erklärt, der es kann, würde das nicht ausreichen? Ich weiß es nicht. Also, da habe ich keine Ahnung, wie dieses Storylore funktioniert. So tot wie eh und je. Was ist passiert? Könnte es wieder passieren? Erstmal das Wichtige. Alte WoW-Weisheit erst looten. Haben wir übrigens auch wieder das Ding, ne? Ja, du hast übrigens immer noch keinen Platz. Also ich glaube, die Truhe hast du nicht gelootet, oder? Nee, habe ich nicht. Das ist auch sehr nervig mit dem Platz, muss ich zugestehen. Wir müssen mal schauen, was wir hier machen müssen, dass wir mehr Plätze haben. Gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten. Oh ja, ein paar Chunk. Ein paar Hipster-Handschuhe hier. Wow. Kann es sein, dass wir einfach unter Level sind für das Gebiet? Wie unter Level? Wir kriegen nur Level 17 Ausrüstung. Ja, aber. Also wir haben doch quasi fast alles an Nebenzeug gemacht. Nee, es hat schon noch ein bisschen was, aber. Ja, ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ja, doppelfrei. Gibt mehr Gearslots, wenn du Merlin-Challenges machst. Gut, dass wir das nicht schon gemacht haben. Mach mal Herausforderungen auf. Vielleicht musst du es dir einfach nur abholen. Zumindest einen konnte man abholen. Okay. Und wie viele Plätze haben wir jetzt? Oder machen wir alles in Herausforderungen durch? Das schadet ja nicht. Ich glaube, das war's dann schon, oder? Hier gibt's Protektorschild 1. Ach, da konnte man noch was holen. Amphibienschutz 1. Da können wir, glaube ich, nicht runterscrollen. Können wir noch holen. Da konnten wir noch eine Rüstung holen. Und Straßenköder klingt auch noch aus. Ja. Aber ich glaube eben, das sind halt die Cosmetics, die ich noch nicht verstanden habe. Und wenn du jetzt mal Ausrüstung machst? 24. Ja. Okay. Okay, also Merlin machen auf jeden Fall, ne? Ja. Wobei, warte mal, da war doch gerade... Haben wir die hier neu bekommen, die beiden Sachen? Ich glaube, eins davon hatten wir gerade eben schon. Aber vielleicht haben wir eins durch eine Belohnung gekriegt. Okay, das könnte sein. Wobei ich glaube, dass es reine Kosmetik sind. Also, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass du hier... Da steht ja auch Sammlung aktualisiert. Naja. Ich bin mir sicher, das wird nicht zu einem Kampfgeschehen hier kommen. Lufthauch. Er hat halt mit zwei... Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Geh einfach. Jo. Ein Lufthauch. Super. Ich hab irgendwie auf den Boden geschaut. Und dann hatte ich einen komischen Luftdruck. Jo, verdammt. Ich glaube, das war dein Luftdruck, ne? Oh.
Oh ja, das könnte gut sein. Also man muss ja tatsächlich echt verhältnismäßig viel auf Bodeneffekte achten. Also ich muss auch immer noch sagen, ich sehe nicht, wie man hier auf der Level sein soll. Also du moschst ja echt hart weg. Ah, ich glaube, das gehört alles so. Jo. Okay, das wird jetzt hier nur sein, um zu lernen, was die krass können, oder? Ja, da stehen nochmal zwei, die sind gerade nicht gut. Okay. Also die Zauber machen denen halt so gut wie gar nichts, ne? Naja, ich kann sie halt entwaffnen, das ist halt das Wichtige. Also entwaffnen ist halt das, was Gutes bei denen. Ja, ja gut, und dann wollen sie halt mit... Das ist unheimlich. Mit Akio aus dem Gleichgewicht. Und dann kannst du den halt schon... Ja, so ein Zehntel Leben oder so abziehen. Oh, welche Überraschung. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Wie oft will er das jetzt noch sagen, dass er sowas schon mal gesehen hat? Hä, sagst du dich auch immer jedes Mal, wenn du einen Hund siehst? Oh, ein Hund? Sowas habe ich schon mal gesehen. Nein, nur bei der Katze. Ohne Katze, die muss gestreichelt werden. Oh, das ist die Katze. Das habe ich schon mal gesehen. Oh, doch, die Katze. Ist das ein Cat? Oder ein Dog? Wo bin ich? Ein Cat Dog. Revelio. Kennst du den Cartoon? Cat Dog? Ja, hätte ich es wohl kaum gesagt, oder? Der Raum wird ja geflutet. Oh, der Raum wird geflutet. Hätte ich doch nur eine Maske auf. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Unterwasser-Bubble-Zauber. Ja. Auch Sauerstofftank genannt. Ich bin Gerücht. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich herausgefunden habe. Aber ich finde es auch toll, dass der Ton dann immer so ein bisschen dumpfer wird oder sowas. Ich hoffe, dass das im Stream auch gut rauskommt. Wo bin ich hier? Das wird doch direkt wieder ein übler Bosskampf hier, oder? Ja, schau dir den Raum an, natürlich. Diese Maske. Die Maske. Oder wird da jetzt mein Konterfei reingemalt? Ist das jetzt hier wieder so ein Zelda, der Shadow Warrior? Der Raum der Türen? Kann das sein? Jo. Ich möchte gern hier durch. Nein, schade. Revelio. Warst du dabei, wo wir den Typ gesehen haben? Wo sie den die haben Stadt? Ich habe schon mehrfach gesehen. Ja, okay, gut. Sie sind es. Ja, hat ganz endlich am Anfang jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Dem Dorf. Ich kenne sie aus dem Denkarium. Genau. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art.
Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Na super. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Er hat darauf gewartet, dass ein Typ in komischen Klamotten mit einer, was ist das, Dingmaske vorbeikommt? Eine Keramikmaske. Okay, guter Seher. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Wenn er das vorher gesehen hat. Wir sprechen uns wieder, krass, wenn das Buch an seinem Platz ist. Verbindung zur alten Magie hat Talent plus 1 freigeschaltet. Zaubergrad erhöht. Okay, also jedes Mal, wenn du jemanden alle Knochen brichst, dann kriegst du plus 1. Was können wir hier machen? Entwaffnungsfluch. Schockfluch. Blutfluch. Andauernder Fluch. Zaubersprüche, was können wir hier machen? Okay. AE-Damage. Mehrere Leute herholen und wahrscheinlich dann mehrere Leute fliegen lassen. Okay. Jo, das sind viele Haupttalente. Oh, ich habe jetzt gerade eben erst verstanden, dass du tatsächlich ab Level 5 jeweils einen Punkt gekriegt hast. Du hast 12 ja, Punkte. Ja, wir haben ein paar. Du kannst alles lernen, alles. Nein, kann ich nicht. Ja, hier nicht, weil es hier so viele Sachen sind. Aber von den anderen kannst du wahrscheinlich fast alles lernen. Neues Zauberer-Set wird hinzugefügt. Ja, das würde ich mal direkt nehmen, oder? Ah, ja, das kannst du machen. Ein Zauberer-Set ist immer gut. Wurfexperte. Ja, Wurfexperte ist auch gut. Wir haben Schleichen. Wir können Schleichen erhöhen. Schlechter entdecken. Ja, hat bisher so gut funktioniert. Raum der Wünsche, ja, den haben wir leider noch nicht, ne? Also, ich sehe da auf jeden Fall was, was du brauchst. Für jeden geworfenen China-Kohl wird ein zweiter gespawnt. Umsonst. Den brauchst du ja wohl. Ich sehe, was ich auf jeden Fall brauche. Auch wenn ich die Dinger irgendwie noch nicht habe, aber direkt hier mal durch, ne? Den unteren bräuchtest du noch, genau den. Den Flippo? War das nicht der für... Nee. Der, wo für jeden Basiszauber die Leute mehr Damage kriegen. Ja, aber du musst Flipendo, also du musst das halt können dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob ich momentan mehr ausgeben möchte, um ehrlich zu sein. Du meinst diesen Trankzauber hier noch, oder? Nee, Quatsch. Den hätte ich nicht gemalt. Ich meinte wirklich das mit dem Kohl. Weil du so viel Kohl wirfst. Okay, das ist aber auch ganz geil, ne? Ausweichen erhöht deine alte Magieanzeige. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier dieses Massen-Levioso ganz cool ist. Weil ein fliegender Gegner greift dich im Regelfall nicht an.
Ja, aber dann würde ich alle drei sogar nehmen. Ich glaube, das ist dann genau diese Combo. Massenleviose und einen würde ich mir dann aufheben. Ja. Mehrere in die Luft, mehrere herziehen und dann der Feuer-AE. Ich meine, gut, die dunklen Künste war jetzt mehr oder weniger. Ich habe es ausgegeben. Ich kann es eh nicht verwenden. Ja. Gibt es jetzt irgendwie einen Fast Travel Point oder so? Das heißt, wir können jetzt endlich sagen: Hier. Wir schmeißen mal so ein paar Standardsachen rein. Und können dann hier mit der Mausrad wechseln. Das ist geil. Ja. Also ich hoffe, dass es hier einen Fast Travel Point gibt, wenn das so ein... Ja, also du musst jetzt ja wieder da zurück. Also ich denke, da wird jetzt halt irgendwie was kommen. Also mich würde es jetzt echt verwundern, wenn das jetzt heißt, so hoch, Pech gehabt, ne? Wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, immer 10 Minuten da durchlaufen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwo im Raum der Wünsche direkt raus oder sowas. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Wo sind wir jetzt? Im Untergeschoss von Hogwarts, okay. Und da ist der Fast Travel Point. Na, sehr gut. Das ist gut. Ja. Waren wir hier nicht erst? Du siehst mich nicht. Da waren wir schon mal. Da war das Ding nur noch nicht unten, gell? Ja. Da war hier nur die Kammer. Au, oh, 500 aus der. Okay. Ja, also kohletechnisch sind die geil. Ja, ist die Frage. Ich bin wieder in Hogwarts? Ich mein, wann Professor Fig wohl zurückkommt? Hier schnell raus. Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ja, da kommen wir noch nicht durch. 5 von 6. Ja gut, questtechnisch, wenn wir schauen, Achso, weil ich nur ein Talent übrig habe. Wo war ich jetzt? Rechts, Aufträge. Genau, da wollte ich eigentlich, da. Wir haben halt drei Aufträge, die wir haben. Ein Haupt von Liebe. Aber keiner von ist ein Hauptauftrag. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich wieder kommen, weil er hat ihn gerade abgeschlossen. Die brauchen ja immer ein bisschen, bis sie dann wieder frei sind. Da würde ich wieder Random Statist 27, 39 anschreiben. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ja. Irgendwie hatte ich die erste Mal schneller in Erinnerung, diese blöden Viecher da. Ja, ich glaube, das ist auch, je nachdem wo du bist, ist das Ganze schneller oder langsamer. Ja, die könnten wir auch nochmal abgeben. Das sind zwar nur zwei oder drei, wo wir jetzt dabei haben, aber... Ja, aber... Also da haben wir ja nicht direkt was davon. So, jetzt haben wir den Auftrag. Und was möchte er dich? Begib dich zur Flugstunde. Oh. Und hier beschaffe und teste den Fokustrank und... Okay, also wir haben jetzt wirklich zwei Aufgaben. Einmal die Flugstunde und das andere ist die Tränke. Das eine gibt dir Depulso. Ist Depulso nicht der, den du brauchtest für den dunklen Zauber-Shit da? Das ist auf jeden Fall verjagen. Oh, geheime Räume. Der Raum der Wünsche und die Kartenkammer. Ach, also die wir können uns direkt zur Kartenkammer, den Raum der Wünsche haben wir noch nicht. Okay, das ist aber dann ganz cool. Aber ich glaube, die Flugstunde machen wir dann das nächste Mal, oder? Ja. Ich finde es ganz cool jetzt. Ich hätte zwar auch noch Bock ein bisschen, aber ich glaube, bevor wir jetzt dann da starten und doch noch ewig unterwegs sind, ist es ein guter Punkt, jetzt hier für heute Schluss zu machen. Wir schmeißen hier noch unsere Münzen rein, die wir haben, die zwei Stück.
und speichern ab. Ja, auch trotz technischer Probleme, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an dem Ganzen bisher. Also, von mir aus muss ich sagen, ich habe meinen Spaß, ich finde es ganz cool. Ich finde es, ja, optisch und alles sehr schön, das Spiel. Und ich hoffe, beim Zuschauen habt ihr auch eure Freude daran. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.